Ja, liebe Zocker-Launcher, herzlich willkommen zurück im Finale mit den Asiaten der Götterkampagne. Wir kämpfen gegen einen Maia, den wir schon relativ sicher platt gemacht haben. Seine Burg kann ich noch nicht einnehmen. Dafür fehlt es ein bisschen. Aber gut. Hier habe ich ein riesen Ressourcenlager geklaut, den Maia, das ist cool. Was mir so ein bisschen fehlt, sind Siedler. Und jetzt ist endlich das große Wohnhaus fertig. Jetzt wird es hoffentlich besser. Da rennt auch alles los, weil es fehlt überall an Siedlern. Und hier unten versuche ich mich ein bisschen zu verteidigen. Okay, jetzt haben wir auch hier ein schickes Lazarett. Nett. So. Genau. Und ihr Hof, sammelt jetzt mal alle Ressourcen ein, die hier überall rumliegen, und baut mal bitte was. Ich wäre euch sehr verbunden. Also. Pflanzt du eigentlich schon? Achso, fängst auch erst an. Der hat schon ein bisschen was getan und dem fehlt. In dem Fall sogar nur ein Bauarbeiter. Wir machen auch nochmal Arbeitswerkzeug. Ich denke, das macht Sinn. Und so weiter und so weiter. Die Fischer werden fertig. Das ist cool. Schweinefarm. Okay. Metzger haben wir ja. Wenn auch nicht gut positioniert. Hier wird Brot produziert. Okay, Bauernhöfe. Dann geht's auch meinen Minen gut. Okay, Goldminen habe ich gebaut. Die bringen mir aber auch nichts ohne Goldschmelzen. Ne? Haben wir da noch irgendwo Platz für? Hier vielleicht. Und direkt noch ein Lager. Ins Gesicht. So, ja, mach mal. Schon passen. Und ihr tragt munter weiter. Genau, hier haben wir die Burg abgerissen. Holt das nur alles. Passt. Macht was draus. Wie auch immer. Und warum ist hier der Maia? Das ist ganz komisch. Wie ist denn der da hingekommen? Blödsinn, der Römer. Kann doch fast nur bedeuten, dass die gegeneinander gekämpft haben. Keine Ahnung. So. Was geht ab? Ah, jetzt wuselst du mal ein bisschen. Sehr schön. Es stehen sogar 5 Siedler rum. Ja, Wahnsinn. Ganze 5 von 100. So arg hat es mir gefehlt. Das nächste große Wohnhaus haben wir aber auch schon in Bau gegeben. Kriegt man noch vielleicht gleich noch eins gesetzt. Hier. Macht halt mal, ne? Let's go. Könnte ich jetzt eigentlich mal mir das, was ich schon die ganze Zeit tun wollte. 10 Jungs schnappen und ihr fangt einfach mal hier drüben an. Komm, fangt mal hier unten an. Das regt mich auch schon auf, das Eck hier. Oberätzend. Ist da ein Bauernhof fertig? Ja, cool. Ja, pass mal auf. Die Bäume bitte noch weg. Und den baut ihr auch schon gut. Gut, 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 gut. Okay, hier fehlen noch 2 Steine. Hier fehlen auch 2 Steine. Da kommen 2. Jetzt wird es natürlich noch ewig dauern, bis mal ein Bauarbeiter kommt. Oh, hier wird sogar was fertig. Gut.
Ja, und da spielt man natürlich jetzt auch ein bisschen Ritter hin. Das ist gut. Dann kann er mich auch nicht mehr einfach so plätten. Ich meine, er hat es ja vorhin versucht und schon nicht geschafft, dann schafft er es eh nicht. Also, was soll das? Holzfäller, keine Bäume mehr. Ja, okay. Kann passieren. So. Okay, ihr seid hier fertig. Wo ist Nummer 10? Dann bitte hier. Und den machen wir natürlich auch voll. Nur zu, keine Scheu, rein da. Aha. Und ehrlich, ich habe hier so viele Ritter stehen. Deine sind auch nicht befördert. Komm. Eigentlich können wir doch mal Hallo sagen gehen. Was haben wir denn? Angriffsstärke? 42% ist jetzt nicht so geil. Weil wir auch weder Mana noch Goldschwert haben. Aber wir können mal ein paar Römer dezimieren. Warum denn nicht? Glaube ich, eh Truppen eher so ein bisschen verteilen übers Land und nicht zentral an einer Position haben. Das schwächt sie natürlich auch. So, ihr haut die hier noch zusammen. Gucken wir mal, dass ein paar gelbe draufgehen. So, was sehen wir jetzt hier? Interessant, interessant, interessant. Das hat mir irgendwie nichts gebracht. Gut. Hier sind die Ressourcen da, hier auch, immerhin. So, wir mähen jetzt hier ein bisschen rein. Klick, komm. Nächste große Wohnhaus wird fertig, prima. Bauernhöfe werden fertig, prima. Boom. Next. Halt mal, Jungs. Das ist mir eigentlich hier oben wichtiger. Angriff. Ja gut. Wenn es so läuft, dann können wir auch weiter angreifen. Könnt ihr gleich hinterherkommen? Jetzt kriegen wir ja auch durchgehenden Strom von Rittern nach. Das ist ja auch nicht so schlecht. Fehlt eine Sense. Hm. Auch kein Problem. Stirb! Boom. Danke für die Fische. So, dann sammeln wir uns erstmal wieder. Klack. Klack. Ja, ihr baut mal was. Toll. Vielleicht wird das dann klarer, warum hier gelb ist. Das ist eigentlich eine nette Idee mit dem Nebel des Krieges. Das gibt es ja in Siedler 4 so nicht. Das, was sein eigenes Land ist, das sieht man immer. Was das Ganze natürlich deutlich übersichtlicher macht. Aber so ist eigentlich auch ganz cool. Seid ihr noch zu zehnt? Zart, zart, zuck. Okay. Die Siedler haben wir dann auch erstmal genug. Wie schaut's mit Ressourcen aus? Jede Menge Steine. Egal. Die müssen auch weg.
Und hier fehlt eigentlich auch noch ein Steinmetz. Oh Mann. Oh Mann. So. Ritter, wie schaut's aus? Können wir weiter? So tendenziell ist er ja platt, ne? Glaube ich. Der wird natürlich irgendwo auch so eine Burg stehen haben. Aber gut, ein bisschen was für Mana-Produktion tun wir jetzt auch. Kriege ich hier noch eine Distille hin? Ja, und ich kriege auch noch eine zweite Distille hin. Kriegt man noch eine Reisfarm hin? Nö, weil das habe ich mir jetzt selber zugebaut. Egal. Aber wir kriegen noch einen kleinen Tempel hin. Ne? Bingo. So. Guck mal hier weiter. Da sind schon Bogenschützen. Sag mir wenigstens, was da ist. Okay, Turm sollte aber reichen. Einnehmen. Oder habe ich einen Haufen Bogenschützen? Einen Haufen Bogenschützen. Ich hol euch mal das Ding hier. Komm, sterb. Auf. Oh nee, ein Elite-Schwertkämpfer, ehrlich? Wir machen weiter mit einem großen Wohnhaus. Hier dürfte es langsam ein bisschen Platz geben, tut's auch. Mach du mal hier noch frei. Und ihr seid nur noch zu siebt. Wo sind die alle hin? Ihr macht hier oben weiter. Richtung Sumpf. Wissen wir ja, die Karte kennen wir ja. Holzfäller. Ehrlich. Nichts zu tun. Sachen gibt's. Oh, und wir haben Gold. Gerade rechtzeitig. 51%, sehr gut. So. Danke für den Turm. War ein harter Kampf. Sammelt euch hier. Und ihr auch. Okay, wir sehen leider... Tja, nicht das, was ich sehen wollte, aber okay. Gibt's schon ein bisschen Mana? Ja, 40%. Okay, da tut sich was. Das ist doch schon mal was. Also hier wird gearbeitet. Gut. Nur zu. Weiter, weiter, weiter. So, da wir jetzt wieder ein paar Ritter haben. Angriff. Angriff, Angriff, Angriff ist die beste Verteidigung. So heißt es doch. Ich könnte auch mal hier rüber expandieren. Und irgendwie glaube ich, dass mir Kohle fehlt. Keine Ahnung. Tut's eigentlich nicht. Bauen wir trotzdem noch eine. So, wieder Ritter sammeln. Und vielleicht hier auch mal drei abreißen. Braucht kein Mensch. So. Der kann auch weg.
Und der kann im Prinzip hier auch weg. Okay. Na, Update. Ja, wunderbar. Sehr schön. Und Angriffsstärke 57%. Sehr schön. Geht hier noch irgendwo sinnvoll ein Lager hin? Ja, sinnvoll ist Ansichtssache, ne? Wie schaut's denn getreidetechnisch aus? Also da hapert's gewaltig. Hier noch eine hin und hier noch eine hin. Du gehst dann einfach mal hier rüber, so vielleicht, und du machst dann halt hier vielleicht, und der Holzfäller macht dir die Bäume noch weg. Gut. Mana geht wie schnell? Langsam. Aber sie bewegt sich. Und ihr guckt, dass er hier hochkommt. Haben wir gerade einen Schwertkämpfer da zufällig? Nö. Ah, du. Du setzt dann hier oben den Turm und ihr... Okay. Okay. Wir brauchen zwei Sensen. Das kannst du mir gerade mal machen. Und dann kannst du auch noch ein paar Werkzeuge bauen. Und ihr baut mir... Ne? Noch ein sexy großes Wohnhaus natürlich. Am besten direkt hier. So, was haben wir denn jetzt wieder? Ein paar Hammer, Angriff. Und hier wird fett was geklaut? Baumstämme, ehrlich jetzt? Das ist das Wichtige? Was klaut ihr? Getreide? Okay, ja gut, die fehlt mir auch. So, und spaßeshalber gehen wir hier auch weiter rüber. So. Weiter. Oh, jetzt gibt es wieder einen Haufen Eisen zu klauen und Kohle. Also das Lager hier, das ich nicht mal leer gekriegt habe. Auch lustig. Und du hast hier Elite. Ach so, du hast Elite-Bogenschütze in deiner Burg. Okay, das erklärt ein bisschen was. Aber jetzt nochmal trotzdem erst den Assi Römer fertig. Boom. Ihr produziert schön durch, ja. Also ehrlich, eigentlich könnten wir ja mit noch einer Eisenschmelze, noch einer Waffenschmiede, noch viel mehr produzieren. Ist doch so. Mach mal. Hier drüben von mir aus noch. Und let's go. Reicht das, wenn jetzt eine Burg kommt? 14 Schwertkämpfer. Wird wahrscheinlich auch wieder knapp. Gut, jetzt haben wir aber eine höhere Angriffsstärke und schon ein bisschen befördert. Apropos, da geht bestimmt. Jawohl. Bogenschützen jetzt auch Tier 2.
weiter. Keine Gegenmehr wäre, ich im Prinzip haben wir gewonnen. Also brauche ich ja auch keine Folge 3 mehr draus machen. Na, das war jetzt im Inneren nicht. Ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Okay. So. Da stehen eigentlich hier Ritter rum. Was habt ihr vor? Komm, sammelt euch. Auf. Weiter geht's. Oh, warte mal, ich könnte hier mein Land verbinden. Hoho, prima. Die Weltherrschaft an mich reißen. Nicht genug Wasser. Ja, nimm alles. Boom. Stirb, komm. Nett. Wir sammeln uns weiter. Und wir produzieren. Ja. Ordentlich wäre übertrieben, aber wir produzieren Mana. 40, ja, da geht was. Okay. Haben wir verbunden. Ob mir das jetzt was bringt, keine Ahnung. Auf jeden Fall können die zwei sich nicht mehr zusammentun. Naja, was rede ich da eigentlich? Das konnten die auch vorher nicht. Da ist die Burg. Jetzt schauen wir mal. Unterstützung. Haut die Tür auf. Bogenschützen, schießt auf die Bogenschützen. Er hat keine Elite drin. Angriffsstärke 61, prima. Boom, boom, boom. Vielleicht auch mal noch ein Lager. So vielleicht. Und du vielleicht eher so. Nimm das Ding ein. Vielleicht schon, nee, der hat da hinten noch was, aber das sieht auch so kreisförmig aus. Wenn die Burg fällt, hat er ein Problem. Ah, hat er ein größeres Problem? Wo habe ich euch jetzt hingeklickt? Keine Ahnung. Komm. Stirb doch einfach. Du weißt doch, dass es schon lang vorbei ist. Sei doch nicht so. Da hinten hat der Spione rumrennen. Okay. Also hier wollte ich eigentlich die Mana-Produktion reinbauen. Tja. Leider ist mal wieder die Mission vorher schon rum. Komm, ihr latscht da dazu. Und weiter geht's. So, und hier zwei sind wir durch. Mit 64%. Wie geht's eigentlich meiner Schweinefarm? Ne? Der geht's auch ganz gut. Ich habe jetzt auch ein paar Bauernhöfe. D
den hier wahrscheinlich nicht so gut gesetzt. Kann das sein? Ach, ist mir eigentlich wurscht. So, war's das, Herr Römer? Ich glaube ja. Da ist nichts mehr. Also, dann sammeln wir uns jetzt hier oben. Und dann probieren wir es finally nochmal. Zack, hier könnten wir auch Mana bauen. Okay. Geschenkt. Und hier jetzt noch Ritter kommen. Na. Dann lauf doch gleich hier hoch. Und wenn hier noch Ritter stehen, dann lauf doch auch gleich hier auch hier hoch. Und sonst können wir hier abreißen oder auch nicht. Ne? Das ist eigentlich auch wurscht. Aber warum latscht ihr nicht hier lang? Warum müsst ihr jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Das ist eigentlich euer Ernst. Immerhin drei haben es geschnallt. Ja. Dauert es ein bisschen. Ein Hammer? So. Militär, sammelt euch. Puh. Also diese Mini-Mana-Produktion, das tut's eigentlich schon, ne? Wenn du eine nur befördern willst, das geht eigentlich ganz flott. Und du bist eigentlich auch wurscht. Oh Mann, hey. Ich mache halt weiter, ne? Wie als wär's nicht. Wär nix, aber eigentlich. Wisst ihr was? Wir können ja mal F9 drücken. Ein paar Mal. Also ein bisschen Zeit vorspulen. Da fehlt noch. Wieso werden die Dinger jetzt erst fertig? Ich werde angegriffen. Hör doch auf. Hast keine Bäume mehr. Ja, das ist... Sorry, das ist mir... Boah. Ich wüsste nicht, was mir egaler ist. Also, ihr reicht doch bestimmt. Macht jetzt einfach... Hier, der gehört eh schon hier. Bam. Greif an. Und wahrscheinlich, weil ich so oft F12 gedrückt habe, kann ich jetzt hier auch weiter befördern. Ich schick mal einfach auch wieder da hoch. Ich glaube, wie war das in Siedler 3? Im Kampf sollte man nicht F9 drücken. Also damals war es F12. Denn das konnte zu Bugs führen, dass man dann den Kampf verloren hat, obwohl man haushoch überlegen war. Also das sollte ich lassen. Wir können ja hier noch ein bisschen expandieren. Keine Ahnung. So vielleicht. So vielleicht. Und ich nehme ihm hier nach und nach irgendwelches Zeug ein. Und das, na gut, irgendwas war gelb, ne? Es wird halt leer gewesen sein und der Gelbe wird irgendwie reingerannt sein aus Versehen. Irgendwie so. Aber jetzt ist Schluss. Boom. Ha. Sie haben gewonnen. Prima. So, jetzt könnt ihr noch ein paar Diebe verhauen. Und dann schauen wir nochmal auf die Karte, was wäre hier unten noch gewesen. Okay, bisschen Lava. Das Expandieren hier rüber war wieder völlig von Arsch. Hier oben wäre auch nichts zum Abgreifen gewesen. Ja, im Prinzip, es war die gleiche Karte nochmal. Wir hatten jetzt genug Siedler, sieht man ja schön. Und ja. Ich würde sagen, auch wenn der Holzfäller jetzt keine Bäume mehr findet... Who cares? Wir schauen uns noch den Abspann an. Das war die Asiatenkampagne in Siedler 3. Und wir machen natürlich flugs dann weiter mit
Die Ägypter-Kampagne. Jetzt hätte ich fast Maya gesagt. Aber nur fast, ja. Meine Angriffsstärke würde mich noch interessieren. 75% Crass. Okay. Speichern. Diesen hier. Und wie gesagt, man sieht sich. Ich sag schon mal ciao, haut rein. Und so weiter. Jetzt sieh dir mal diesen Dreck an. Wie sollen wir das jemals schaffen? Du sagst es. Das dauert bestimmt eine Ewigkeit, bis wir fertig sind. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich diese Diät geschwächt hat. Und hast du gesehen, wie arrogant er die ganze Zeit über gegrinst hat? Der Gauner hat doch tatsächlich versucht, zu gewinnen. Das Universum anstreichen, so eine Schwachsinnsidee. Wenn wir jemals das Ende erreichen, können wir vorne gleich wieder anfangen. Ja, meine Herren. Das ist auch der Sinn der Sache. Mischst du dich nicht ein? Nun, Chiyu sucht noch Kellner für seine Siegesfeier. Ich bin da viel zu ungeschickt. Horus, der kann das viel besser. Halt's Maul und fang an zu streichen.